Moinsen und herzlich willkommen mal wieder zurück zu Donkey Kong Country 3. Jo, im letzten Part haben wir die Welt 3 sehr, sehr gut abgeschlossen fast. Es fehlt nur noch ein einziges Level und dieses Level ist ein ziemlich cooles Level, aber auch Scheiß-Level. Weil, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Und zwar, wir müssen jetzt nämlich hierhin zum Fisch-Philippitz. Zum Fisch-Philippitz. Was müssen wir da machen? Wir müssen einen Fisch die ganze Zeit hinter uns her schwimmen lassen. Nämlich der Piranha, der uns zigtausendmal gekillt hat. Und den müssen wir jetzt füttern. Wenn wir den nicht füttern, dann knabbert der irgendwann an uns selber rum und so weiter. Und dieses Level hier habe ich sehr, sehr schlecht in Erinnerung. Weil, man muss öfters mal den Fisch so eine Viecher fressen lassen, damit der halt uns Wege eröffnen kann. Und man sieht schon, okay, seine Laune ist jetzt gerade nicht perfekt. Danke, der scheiß Clownfisch hat mich gekillt. Du Mistviech. Jetzt muss ich mich nämlich umgucken, wo ich hier am besten lang muss. Und ich muss den Fisch immer bei Laune halten, damit er halt wirklich halt nicht irgendwie mich anknabbert. Und ich muss dabei auch alle Bonusräume finden. Ja, das ist der erste. Cool. Und du siehst schon, wenn der Fisch so ein Stachelviech frisst und so weiter, ist halt seine Haut ziemlich schlecht und so weiter. Das heißt, ich muss aufpassen. Ich muss ihn halt immer füttern und dann geht's ihm halt gut. Das Krasse ist halt wirklich, man sieht diesen Unterschied zwischen den anderen Teilen. Dass die Bonussekunden hier wirklich halt richtige Sekunden halt sind. Und nicht wie bei den anderen Teilen Millisekunden, die halt extrem schnell weg sind. Das ist immer wieder cool. Ist mir auch immer aufgefallen, dass sie halt wirklich halt immer darauf achten. Und wir haben das Bonusräumchen geschafft. Und der Hintergrund flackert gerade. Nicht schön, nicht schön. So. Erste Sache haben wir geschafft. Versucht wirklich ein bisschen immer weiter weg von diesen normalen diesen Stachelgegner weg zu sein. Ich wollte gerade sagen, habe ich ihn gerade weggeglitscht? Ne, aber da kommt er wieder. Immer schön, wenn er blau ist, geht's ihm gut. Dann freut er sich. Ein Loch im Keks. Nein, nicht fressen. Du sollst doch nicht mal alles anknabbern. Wieso knabberst du alles an? In den alten Teilen hat er nie irgendwie... Oh nein. Weißt du, dass du fies bist? Du scheiß Fisch. Ne, da gehe ich nicht lang. Ah, der ist nicht glücklich, der ist nicht glücklich, der ist nicht glücklich, der ist nicht glücklich. Oh fuck, nein, nicht schon wieder vor dem... Schon wieder vor dem Zwischending. Ach, ist das fies. Was ist denn das für eine Scheibenkleisterkacke hier? So, jetzt friss. Danke. Also, der steht da, der schwimmt da rum und sagt sich, nee, den Clownfisch fress ich nicht. Die Stachelviecher, Stachelviecher fress ich sofort. So, friss ihn. Friss ihn. Friss, hallo, frisst du mal bitte? Danke. Nicht den. Musst du alles fressen, was... Weißt du, die Clownfische, da schwimmt da vorbei. Und die Typen sagt er sich, ja, nimm ich sofort. Warum? Hier, friss den. Super, super, du hast den Clownfisch gefressen. Super, den hast du auch gefressen. Braver Fisch. Hör auf, die Stachis zu fressen. Die kannst du fressen. Die sind lecker. Braver Fischi. Ganz braver Fischi. Nein. Mann, oh nein, nicht die. Wieso frisst du mal die? Die sollst du nicht fressen. Das sind ganz normale Ekelfisch. Na, danke, du scheiß Clownfisch. So, du freust dich jetzt, wa? Ja, der freut sich jetzt. Die ist aufgefressen worden, hast du gesehen? So, den auch bitte. Der ist natürlich eine Sackgasse, ist nichts. Danke. Ich glaube, der Decay-Typen-Bee ist irgendwo hier, irgendwo zum Schluss hier, warte mal. Hier war, irgendwann musste ich hier durchschwimmen. Weil da, nein, nein, Mann, oh, du blöder Fisch, du sollst den da fressen. Den. Oh, was ist denn das für ein Vollhorst? Also ich nenne dich jetzt nur noch Horst. Nur den fress. Fressen. Ja, da hat man allen Grund zu weinen, auf jeden Fall. Wenn die, der blöde Fisch... Ich raste schon wieder aus. Tief einatmen und ausatmen. Einatmen, ausatmen. Jetzt frisst er den. Weißt du, ich bin total an dem dran und er sagt sich, nö, den fress ich nicht. Hier, friss.
Friss den da, supi, geil. Kann doch nicht so schwer sein, irgendwie so ein paar Fische zu fressen. Ich glaube, ich muss jetzt... Nee, der war es nicht. Oh, danke. Natürlich. Ich habe den Gegner weggeglitscht, hast du gesehen? So, friss mal den bitte weg. So, den auch bitte. Boah, friss ihn weg einfach. Ich musste, irgendwann musste ich hier irgendwo nach oben. Nein, 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 man frisst den doch nicht. So, friss. Oh Mann, oh nein. Wieso wusstest du jetzt mich angreifen? Habe ich das endlich eingesammelt? Doch, hätte ich das endlich eingesammelt, oder? Nee, ich habe das davor eingesammelt. Friss doch einfach mal diesen blöden Fisch. Hallo? Danke. Friss den Fisch. Also ich mache mir nur Gedanken um seine Gesundheit. Und wie dankt er es mir, indem er mich frisst? Ist auch nichts mehr. Er frisst doch einfach den Clownfisch, Mann. So, ich glaube, hier musste ich jetzt lang. Weil der ist hier extrem schnell. Natürlich nicht. Natürlich. Warte mal. Ich guck mal ganz kurz mal noch einen neuen Clownfisch. Friss den Clownfisch. Supi, Junge. Das machst du ganz toll. Bist ein toller Fisch. So, fressen. Frischen. Du sollst ihn fressen. Du sollst ihn fressen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen risky, aber ich hab's geschafft. Supi, geil. Mann, warum frisst er denn nicht, weißt du? Ich soll einfach nur ein paar Fische fressen, dann ist alles okay. Nein, er sagt sich, nö, warum soll ich denn Fische fressen? Nein, warum? So, jetzt muss ich Gegner töten, indem ich ihn hier die ganze Zeit die Sachen... Er soll hier fressen. Fress ihn doch einfach. Supi. Ja, toll. Ja, das war... Du bist so toll. Du bist so süß. Und du kannst doch... Du hast doch ein Gehirn. Jetzt den auch mal frechen. Oh, du bist so toll. Hier, guck mal hier. Da, so supi. Oh, bist so toll. Hier sind noch die beiden oben. Ham, ham. Jetzt den Ham, ham auch noch. Yay. Braver Fischi. Hast du toll gemacht. Darf ich nachher meinen Füßen knabbern? Mann. Ein Scheißfisch. So, jetzt darf er nicht mehr mitkommen. Supi, geil, wir haben es selber geschafft. Jetzt fehlt nur noch wieder der... Ihr wisst, wen ich meine. Da oben ist er nämlich. Da oben muss ich jetzt hin. Hallo? Danke. So. Und adios, amigo. Und wieder die nächste Münze. Juhu. Und wir haben das Level zu 100% abgeschlossen. Und können jetzt noch eins machen. Ganz genau den Endboss. Der ist der einfachste Endboss, den es überhaupt gibt. Die Felsen verschwinden. Und wir kommen zum Endboss. Dumm. Dumm. Squirtis Showdown. Und das ist so ein einfacher Gegner, das glaubt ihr gar nicht. Das ist echt der einfachste Gegner, den es überhaupt gibt in diesem ganzen Spiel. Ihr müsst mit Ellie halt die Sachen einsammeln. Dann müsst ihr das Wasser ausweichen. Und dann, ja, muss er einfach nur seine Augen rausholen und ihr schießt ihn ab. Fertig. Normalerweise schafft man das auch irgendwie, dass man die alle sofort treffen kann, aber ich bin leider ein bisschen zu blöd. Ich habe leider keine Erfahrung mehr. Ich muss erst wieder reinkommen. Ich muss erst wieder üben. So, jetzt mach dein Auge auf. Das war die erste Phase. Total einfach. Ihr weicht einfach nur aus. Und ich glaube, den haben sie sogar auch aus dem Game Boy Advance Remake, haben sie den, glaube ich, rausgeschnitten, weil der halt viel zu einfach ist und so weiter. Den haben sie echt rausgenommen. Da haben sie, glaube ich, was Interessanteres reingemacht, so. Weil das ist ja eigentlich wirklich nur eine Schnecke, die ja, Wasser nach uns schießt. Und je nachdem, auf welcher Seite ihr halt steht, so schießt er halt rum. Also macht er dich halt jetzt macht er gerade mit dem Uhrzeigersinn. Wenn ich auf der anderen Seite stehen, dann halt gegen den Uhrzeigersinn. Das ist total easy. So, passt auf, jetzt gleich wieder. Ja, also macht er wieder mit dem Uhrzeigersinn. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Das Einzige, was halt ein bisschen gefährlich ist, wenn er euch trifft, dann kann er euch halt rauskommen und katapultieren halt aus von der Stage hier. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber sonst ist er extrem einfach. So. Ich glaube, man schafft es sogar, dass man irgendwie auch sofort den besiegen kann. Das heißt,
Er muss jetzt nicht immer zweimal hier rumschießen mit dem Wasser. Man kann es auch irgendwie so schaffen, dass man wirklich einfach nur zielen, hochdrücken muss und dann passt ihn auch platt. Und das war's. Das war der Endboss der dritten Welt. Total easy. Total easy. Ich muss dazu sagen, diese Welt ist eine meiner absoluten Lieblingswelten, weil sie halt wirklich sehr einfach ist. Und wir haben hier auch alles zu 100%. Jetzt kommen wir in die vierte Welt, die mechanische Welt. Oder die, eine Welt, die auch ein bisschen nervig ist. Aber sie geht. Sie kann ein bisschen anstrengend sein, aber, kann aber schon sehr auf die Nerven gehen. Feuerknall. Aber dafür ist die Musik hier übelst cool. Und was auch cool ist, hier sind so diese Eulen, finde ich übelst cool. Oh, die Musik ist übelst geil. Hier muss ich aber dazu sagen, ich habe hier in der Welt nie 100% geschafft. Also hier war ich wirklich ganz schlecht immer. Da habe ich Ewigkeiten gebraucht, um irgendwas zu finden. In der anderen Welt war ich immer besser. Man muss sich immer hier wirklich ein bisschen mehr umgucken. Es gibt immer, man muss sich das so vorstellen, es gibt immer zwei Bonusräume und immer halt einen Eisenmützenmann. So. Autsch. Gut, dass hier gleich sowas ist. Ich bin immer noch voll gefressen von meinem Essen, was ich letztens hatte. Halt wie gesagt, meine fette Pizza und ich nehme heute wieder einige mehr Parts auf, also ich bin jetzt immer noch in der gleichen Aufnahmesession, sag ich mal so, wie vorhin. Und es sitzt halt immer noch ziemlich doll im Magen und so weiter, aber es war halt lecker. Ach, ihr wisst gar nicht, wie froh ich momentan bin, dass es auf Arbeit alles momentan wieder so ein bisschen entspannter ist und so weiter, weil die Weihnachtszeit, ihr wisst ja immer selber, ist ja immer die anstrengendste von allen. Was mache ich denn hier eigentlich gerade? Warum warte ich nicht einfach vorhin gerade mal? So, jetzt ist es weg. So, muss ich rüber. Ich will mal gucken, ob da was ist. Nein, da ist nichts. Da war nichts gewesen. Nee, wie gesagt, ich bin sehr froh, dass jetzt halt diese ganze stressige Arbeitszeit jetzt momentan so ein bisschen weg ist und so weiter. Ich genieße auch gerade meine Freizeit, die ich gerade habe. Jetzt nämlich diese Woche habe ich jetzt gerade Urlaub, in der ich die jetzt gerade aufnehme. Ich weiß ja nicht, wann ich das Let's Play über hochlade. Ah, ich muss da hoch. Ah, das war schlecht. Ich muss da hoch, weil da ist ein Geheimnis. Ach, Scheiße. Nein! Was war das denn? Was war das denn jetzt? Ja, danke. Danke, man hat nämlich gerade gar nichts gesehen. Ich wusste nicht, wo ich hier lang musste. Dankeschön, Schneebespiel. Danke, dass du jetzt ein Arsch wirst. Muss jetzt gerade ein Arsch werden. So. Nee, wie gesagt, ich genieße es gerade richtig. Es ist einfach nur schöne Freizeit. Ich hab eine ganze Menge gemacht und so weiter. Ich habe auch eine Menge aufgenommen und ich habe wieder mal ein bisschen was für mich gespielt. Und das hat richtig Spaß gemacht. So, ich sehe nichts. Ah, da ist gerade das Bonusräumchen. Das Bonusfässchen. Warum sage ich immer Bonusraum? Das hat man im ersten Teil gehabt. Jetzt hat man Bonusfässer. Oh! Die Spidey! Oh, wie sind die nochmal? Skirtle, wa? Skitter? Ich glaube, Skitter hieß er durch, oder? Ich sehe die Gegner nicht mal, aber ich schieße trotzdem irgendwo hin. Und wir haben es geschafft, Mann! Oh, schade, dass dies. Was ich auch sehr schade finde, das muss ich einfach mal sagen, dass bei den neueren Donkey Kong Teilen, also Tropical Freeze und halt Donkey Kong Country Returns, nur Rumbi halt solches unser Partner ist. Finde ich echt schade, weil ich finde Winky sehr cool, ich finde Skitter voll cool, ich finde Rattle voll cool. Das waren super geile Charaktere, warum hat man die nicht wieder eingebaut? Ah, da muss ich hin, warte mal. Ich habe doch keinen Bonusraum übersehen. Ich dachte schon, ich habe irgendwie einen wieder übersehen. Aber nein, ich habe es gefunden. Sehr gut, sehr geil. Und die Bananen stammen. Boah, jetzt mit dem. Und immer warten muss, bis endlich mal irgendwie
diese Feuerbälle weg sind. Wieso eigentlich Eulen? Warum schießen uns die Eulen ab? Was haben wir Eulen getan? Das sind meine absoluten, einer meiner absoluten Lieblingsvögel. Oder, ja, Vogelarten, sagen wir so. Was sind... Wahaha. Was ist denn Scheiß? Mann, ich bin doch immer voll lieb zu euch. Boah, ich habe das war voll cool. Es gibt ja den... ihr wisst ja alle, ich liebe ja den Vogelpark Walsrode. Und der ist halt in Niedersachsen. Und da gibt es halt auch Eulen, ist ja ganz klar. So, und dann habe ich... Ich liebe ja Schneeäulen. Schneeäulen sind einer meiner absoluten Lieblingseulenarten. Ich finde die so schön. Und, ja, die habe ich halt... Oh, nein, das ist fies. Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Wie mache ich das? So. Und so. Ach so, alles klar. Okay, dieses Feuerding muss ich aufpassen. Ich lasse mal schießen. Sehr gut. Aber ich glaube, die Stelle ist fies. Fliegen die nicht jetzt auch hoch? Ja, die fliegen hoch. Warte mal, jetzt muss ich mich ganz kurz konzentrieren. Ich mache gleich weiter. Ne, könnte ich ja nicht noch sagen. Also ich habe halt... Da war halt so eine Schneeäule. Und ich bin halt auch so ein Mensch, wenn der irgendwelche Tiere sieht und sowas, muss er versuchen, die immer nachzumachen. So, das habe ich halt auch gemacht bei der Schneeäule. Und habe halt auch so... Die hat dann auch geantwortet. Das war so süß. Die hat echt geantwortet. Auch so. Und jetzt bin ich gestorben. Jetzt möchte ich an die machen wie ein Affe. Ah, diese scheiß Eulen, ey. Okay, da brauche ich auf jeden Fall beide. Da brauche ich beide Eulen. Da brauche ich beide Affen. Nicht beide Eulen. Ja, das Level ist hier wirklich, wirklich assi. Ich hasse dieses Level. Wow, das war knapp. Ich habe gerade nichts gesehen. Mich da durch. Das Level will ich auf jeden Fall so fertig machen, bevor ich den Part wieder beende. Dumm. 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 Bumm. Zack, wir sind da. Alter, aufpassen. Das ist ein Dreierschuss, den ihr abmacht. Den ihr rausgibt. So, runter bitte. Nein, nicht so runter. Mann, nicht schon wieder. Ah, doch, Gott sei Dank. Ich dachte jetzt schon. Lass mich durch. Wow, das war knapp. Nein, ach Mann! Ich immer muss. Warum muss ich immer rennen? Ich muss hier niemandem was beweisen. Ich muss hier niemandem etwas beweisen. Ich kann ganz entspannt spielen. Ich muss niemandem beweisen, dass ich ein totaler Versager bin. Was war das denn gewesen? Wieso kam der so hochgebounced? dieser Feuerball war richtig groß gerade gewesen. Der war richtig zurückgebounced oder sonst irgendwas. Zack, einmal schon ausweichen. Ausweichen, ausweichen. Super, super, klasse. Das eigentlich ist dieses Level total einfach. Man muss einfach nur aufpassen, dass man nicht irgendwo wie ein Idiot irgendwo langläuft oder sonst irgendwas. So, jetzt nochmal die blöden Eulen hier. Also ich sag noch vorhin, ja, ich liebe Eulen. Mhm. Jetzt hasse ich Eulen. Diese Eulen mag ich überhaupt nicht. Also warum schießen die überhaupt noch uns? Haben wir irgendwas getan? Nein. Habe ich mich schon mal gefragt. So, durch. Das ist perfekt, das ist einfach. Nein. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Mal. So, 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 perfekt. Und durch. 100%. Yes. Jawohl. Juhu. Cool. Es läuft doch, liebe Freunde. Es läuft doch. Es läuft sogar sehr gut. Sogar wunderbar läuft es. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz zu Bazookas Baracke. Das ist ein Armeefutz, liebe Freunde. Passt auf. Stillgestanden, geliebten Leutnant Bazooka, nimm die Parade. Ja, okay, im Krieg, mein Mann gestanden. Die Diktatora und ich, wir waren ein Auto drin. Für die Diktatora ist, sie war die größte und stärkste Kanone im Land. Eine wahre Schönheit. Du willst die Kanone abfeuern? Klappt nicht ohne Munition, leider. Ja, dem guten Bazooka müssen wir auch helfen. Das können wir eigentlich mal ganz schnell mal machen. Warte mal. Bevor ich den Part beende, will ich mal ganz schnell nochmal in den Krämerladen gehen.
ich noch gar nicht großartig drin gewesen. Bazars Krämerladen. Hallo! Sei gegrüßt, Geliebt. Ich heiße Bazar und dies hier ist mein Laden. Alle meine Brüder leben verstreut über diese Insel. Schau doch mal bei ihnen rein, wenn du zufällig vorbeikommst. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich nehme mal bitte diese Muschel. Diese Muschel wurde auf dem Grund des Orangatanga-Sees gefunden. Für 5 Bärenmützen gehört sie dir. Möchtest du diese Realität erwärmen? Ja, klar doch. Gute Wahl. Hier werden viele. Alles klar. Gut, dann hauen wir wieder ab. Und wir haben jetzt nämlich eine Muschel. Die gehen wir mal einfach mal in den Orangatanga-See mal ab. Denn da kriegen wir nämlich auch noch einen wunderbaren... Da kriegen wir nämlich noch einen weiteren Bananenvogel, indem wir mal nämlich hier mal ganz kurz hingehen. Barnacles! Der wird jetzt nämlich Muschel sammeln. Dieser nette Vogel ist mir eines Tages zugeflogen. Ich beschloss, ihn bei mir zu behalten. Eine wunderbare Muschel, genau diese fehlt mir noch in meiner Sammlung. Sag mal, Gedi, würdest du sie gegen den Vogel tauschen? Machen wir. Ehrlich? Klasse, hier ist der Vogel, sorge gut für ihn. Und jetzt haben wir wieder einen neuen Bananenvogel. Sehr cool. Jetzt gehe ich nochmal speichern und dann war es das für heute wieder, liebe Freunde. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von ihr wisst welchem Spiel. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Tschö mit Ö, reingehauen und vorbeischauen, liebe Freunde. Tschüss.